Hi Menschen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Solltet ihr noch nicht diesen Kanal abonniert haben, tut das gerne, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich sag das jetzt immer am Anfang des Videos, weil ihr kleinen Schlinge nicht immer bis zum Schluss dran bleibt. Deswegen sage ich das am Anfang immer dazu. Ich habe heute einen DM-Haul für euch. Ich habe euch gefragt auf Instagram, wollt ihr es sehen? Ihr habt gesagt, ja, go for it. So, jetzt bin ich hier mit einem DM-Haul. Ich habe einiges bestellt. Ich glaube nicht so super viel, aber ich habe dieses Shampoo und diese Bodylotion, dieses Shampoo 10-mal, diese Bodylotion 5-mal bestellt. Warum, erkläre ich euch jetzt gleich. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Haul. Die ersten zwei Sachen, die ich mir nämlich so oft bestellt habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Douglas gibt es momentan eine Bum-Bum-Creme und die ist sehr, sehr gehypt. Und bei DM gibt es eine Bodylotion und ein Duschgel, was genauso riechen soll. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe die Bonbon-Creme noch nie gerochen. Ich war aber super excited, die Bodylotion zu testen. Denn das Ganze wurde so krass gehypt, dass ich mir dachte, okay Vanessa, you need it, girl. Ich weiß nicht, ob es bei Douglas überhaupt so eine Probe von der Bonbon-Creme gibt. Also so ein Tester, irgendwas, wo man dran riechen kann. Ich würde sehr gerne mal riechen. Ich sehe es aber nicht ein, für eine Bodylotion 40 Euro zu bezahlen. Ich habe eben schon mal an der Bodylotion gerochen. Ich glaube, die hat 3,95 Euro oder so gekostet. Sie riecht nice. Ich habe aber eben mit einer Freundin telefoniert, während ich dran gerochen habe und habe ihr den Hype so ein bisschen erklärt. Und sie meinte zu mir, sie hat noch nie davon gehört und sie würde es auch gerne mal riechen. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Geruch, weil ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet habe. Nach diesen ganzen Reviews und auch nachdem ich gelesen habe, dass die wirklich genauso riechen soll und genauso von der Wirkung ist, genauso extrem vom Geruch her ist, dachte ich mir so, okay, die riecht wahrscheinlich so heftig intensiv. Sie riecht sehr schön. Sie pflegt auch sehr gut. Ich habe sie eben auf meinen Unterarm aufgetragen. Sie ist auch super angenehm auf der Haut. Aber vom Geruch her muss ich sagen, sie riecht gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, heftigste Creme überhaupt. Deswegen würde ich super gerne mal an der Bonbon-Creme riechen, um einfach mal den Vergleich zu haben. Beim Duschgel, das ist auch aus dieser Copacabana Limited Edition, muss ich auch sagen, es riecht halt genauso wie die Bodylotion. Es ist ein sehr angenehmer Geruch, ein sehr sanfter Geruch, aber ich hätte gedacht, es riecht wirklich intensiver. Falls ihr die Bonbon-Creme habt und das hier mal gerochen habt, vor allen Dingen diese Bodylotion auch, sagt mir bitte, ob ihr das Gefühl habt, dass es nicht ganz so intensiv riecht wie die Bonbon-Creme oder ob ich einfach nur ein Mensch bin, der die stärksten Düfte überhaupt mag, was ich eher glaube. Ich bin wirklich ein Mensch, ich mag super, super, super intensive Düfte. Also wir reden hier zum Beispiel von Tom Ford Tabaco Vanille Puffer, okay? Ein Sprüher riecht 300 Jahre. Das ist einfach, was ich liebe, okay? Ich weiß, das mag nicht jeder, aber deswegen dachte ich so, okay, nach diesen ganzen Reviews, es muss ja schon krass riechen. Es riecht sehr, sehr angenehm, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der heftigste Duft überhaupt. Ich habe mir aus dieser Reihe auch noch die Shimmer Lotion geholt. Pflegt und verwöhnt, mit Kapucha-Butter und Acai-Beeren-Extrakt für jede Haut geeignet. Ist auch Limited Edition. Ich fand das ganz süß. Riecht halt genauso wie... Ups, das war ein bisschen viel auf einmal. Riecht halt genauso wie die anderen beiden Produkte. Okay. Vom Schimmereffekt her hätte ich ein bisschen mehr Schimmer erwartet. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwas schimmern sieht in der Kamera. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde die Body Cream hiervon wirklich sehr, sehr nice. Vom Geruch her lässt sich drüber streiten. Finde ich schon geil, aber ist halt jetzt nicht so wow. Ich würde wahrscheinlich eines von den 5 nehmen und mir da ganz viel Highlighter reinkratzen. Und dann habt ihr definitiv einen heftigeren Effekt als das. Und das werde ich hier definitiv tun, weil der Geruch ist wirklich angenehm und die Pflege auch auf der Haut. Ich habe das jetzt schon locker eine Stunde drauf. Ist wirklich sehr, sehr nice und deswegen glaube ich, wenn ihr da Glitzer reinmischt, das auf die Beine macht, das wird super nice aussehen. Dann habe ich mir noch ein Duschgel Caribbean Feelings mit dem Duft von Kokos bestellt. Das ist auch aus dieser Limited Edition Reihe, auch wo dieses Copacabana, glaube ich, drin ist. Und das riecht auch sehr nice. Ich muss aber sagen, ich finde generell die Düfte von Balea eigentlich schon relativ intensiv. Und das finde ich auch nicht so intensiv. Ich weiß nicht, ob es heute vielleicht an meiner Nase liegt. Aber irgendwie finde ich die Düfte heute alle sehr sanft. Sei mal dahingestellt, ob das positiv oder negativ ist. Ich glaube, für viele sehr positiv, weil manche mögen, glaube ich, diese intensiven Düfte nicht. Aber ich persönlich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Dann habe ich mir zur Haarpflege
von Plantur 21, Hashtag lange Haare, Nutri, Koffein, Shampoo für ungeduldige Köpfe geholt. Einmal das Shampoo, einmal den Conditioner. Ich habe auf diesen Instagram-Seiten, wo generell so super viele Reviews sind zu Drogerieprodukten, habe ich öfter gelesen, dass das hier super sein soll. Mein Shampoo ist bald leer. Ich benutze momentan Redken Extreme und immer noch von My Beauty das Shampoo. Ich warte, dass das leer ist und dann werde ich hiermit anfangen. Aber ich dachte mir, komm, wenn ich schon mal bei DM bestelle, kann ich direkt ein neues Shampoo mitbestellen. Ich habe geschwankt einmal zwischen dem hier und einmal zwischen dem Banana Hair Food von Garnier war das, glaube ich. Irgendwas mit Banana. Ich fand, beides klang nice. Aber da habe ich bessere Reviews drüber gelesen und deswegen dachte ich mir, bevor ich es zu krass wage, mit dem Schicksal zu spielen, nehme ich doch lieber das, wo ich, glaube ich, auf der sicheren Seite sein werde. Denn mit Plantur 21 habe ich bis jetzt wirklich super Erfahrungen gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine Haare momentan sehr, sehr gut am Wachsen sind, sich sehr, sehr gut erholen. Deswegen, ich bin sehr, sehr zufrieden und dachte mir, ich werde das einfach mal ausprobieren. Vielleicht bringt es ja was und ich finde halt nur bei Plantur 21, bei der grünen Flasche damals, war es halt so, dass meine Haare nach einer gewissen Zeit, ich glaube so nach anderthalb, zwei Monaten, jedes Mal damit waschen, nicht jeden Tag, sondern wirklich jedes Mal damit waschen, wurden meine Haare sehr, sehr schnell fettig. Ich denke schon, dass das an dem Produkt lag, weil ich das in einigen Reviews auch gelesen hatte zu dem grünen Plantur 21 Shampoo. Deswegen werde ich das aufbrauchen, dann ein anderes Shampoo holen und dann wahrscheinlich wieder auf das zurückkommen, wenn ich es gut finde. Weil ich sehe es nicht mehr ein, so krass viel für Haarpflege auszugeben. Also Redken Extreme habe ich mir wirklich geholt, weil meine Haare wirklich, ne? Aber ich glaube, dass ich damit ganz gut fahren werde. Dann habe ich mir noch von Louvre's die Heilerde 2 Hautfein geholt. Die habe ich schon immer benutzt, die liebe ich schon immer und die wird auch immer in meinen Einkaufskorb kommen, denn das ist einfach die günstigste Maske und die wirkendste und beste Maske, die ihr finden könnt. Ihr mischt euch die selber zusammen. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber ich werde mir demnächst auch so einen kleinen Tiegel mitnehmen, den ich immer mit zu meinem Mann nehme, dass ich immer was da habe. Ich habe nämlich noch von Hello Body so eine Maske und da werde ich das dann einfach reinfüllen, dass ich mir das selber machen, also zusammenmixen kann. Ich finde die echt super. Also gerade wenn ihr unreine Haut habt, die ist Bombe. Und momentan ist meine Haut ein bisschen am Rumzicken. Deswegen habe ich mir die hier wieder bestellt, damit ich damit weitermachen kann. Dann habe ich mir was bestellt, was ich wirklich sehr, sehr, sehr liebe. Beziehungsweise lieben gelernt habe. Weil das war damals nicht so extrem bei mir, diese Liebe. Und zwar iPads. Ich habe mir nicht nur die pinken bestellt, sondern ich habe mir auch die blauen, ich glaube, 5-mal bestellt. Die hier auch 2-mal und die hier 2-mal. Ich habe auch welche für meinen Mann mitbestellt und für meine Mama, weil meine Mama hat gesagt, sie würde es gerne mal ausprobieren, weil ich das voll gehypt habe. Ich habe nämlich damals die Deep Hydration Aloe Vera Hyaluron und Vitamin E Pads benutzt. Fand ich so geil. Packt die euch vorher bitte in den Kühlschrank, macht die dann drauf. War ein super, super geiles Gefühl unter den Augen. Eure Unteraugen waren richtig genährt und mit Feuchtigkeit gepflegt. Ein super nices Gefühl. Und deswegen habe ich mir diesmal einmal die goldenen Beauty Boost Kollagen, Hyaluron und Gold geholt. Und einmal die iPads Energy Elixir, Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C. Das sind die, die ich mir diesmal geholt habe. Aber glaubt mir, Leute, ich habe es selber ausprobiert und die Dinger sind unfassbar geil. Ich habe die letztes Mal bei Rossmann gesehen, direkt nachdem ich bestellt habe. Ich war nicht im Rossmann, aber ich habe so ein Angebot gesehen, dass die nur 88 Cent kosten. Deswegen schaut gerne mal bei Rossmann, vielleicht haben die das Angebot noch. Die könnt ihr nämlich auch online bei denen bestellen. Hätte ich das gewusst, hätte ich bei Rossmann bestellt. Aber kann ja nicht alles haben, ne? Dann habe ich mir noch ein bisschen mehr für Haare bestellt. Und zwar habe ich mir einmal hier von Keratin Protein so ein Smoothing Deep Conditioner geholt. Soll sehr gut sein, habe ich auch des Öfteren mal gelesen, dass das gut ist. Und hatte auch sehr, sehr gute Bewertungen bei DM Online. Zusätzlich habe ich mir einmal pflegenkräftigend intensiv von Balea Professionals Oil Repair Intense Thermo Turban Maske geholt. Ich hatte nämlich eine auch so eine Tuchmaske von Maybeauty und die war der Hammer. Ich schwöre euch, Leute, ich habe die in einem Video benutzt. Ich hatte noch eine zu Hause. Ich habe mir die so lange aufgespart, bis meine Haare wirklich so waren. So, bitte, bitte, trag's auf. Und ich habe die wieder aufgetragen und sie war auch bei der zweiten Anwendung der absolute Hammer. Ja, ich dachte mir aber, wenn ich schon mal bei DM bestelle und dabei bin, gucke ich mal, ob die Masken von DM genauso viel bringen, die wirklich nicht so viel kosten.
Und guck mal, ob mir das was bringt. Wenn nicht, werde ich mir bei May Beauty auf jeden Fall noch 6, 7 dieser Masken bestellen. Weil die Maske war einfach zu krass. Wirklich zu krass, wie meine Haare sich danach angefühlt haben. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas, noch nie wirklich irgendwas benutzt, was meine Haare so heftig gemacht hat. Wirklich nicht. Falls ihr kaputte Haare habt, schaut euch die Maske von May Beauty an. Guckt mal in einem, ich glaube, das war ein Abendroutine-Video oder so, heftigste Maske überhaupt. Dann habe ich mir wie immer von Valeramid einmal mein pH-hautneutrale seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut geholt. Das ist die, die ich wirklich immer benutze. Ich liebe die einfach übertrieben, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich liebe das. Ich habe mir 4 dieser Umfüllpacks geholt, weil ich die immer meine Seifenspender fülle. Und damit wasche ich auch abends mein Gesicht. Damit schminke ich mich ab. Damit wasche ich meine Hände. Ich liebe es einfach. Ich glaube, das kostet 95 Cent, 85 Cent, irgendwie sowas um den Dreh. Ist auf jeden Fall ein super Preis für die Menge, Leute. Das sind 500 Milliliter. Also günstigeres Abschminkzeug bekommt ihr nirgendwo. Dann habe ich was relativ unspektakuläres. Und zwar habe ich auf meinem Zeranfeld irgendwann mal, ich glaube Milch oder Wasser, irgendwas von beiden habe ich auf meinem Zeranfeld angebrannt. Ich weiß nicht mehr, ob das mit Wasser geht, aber ich meine wirklich, es war Wasser. Und dann bin ich mit dem Lappen drüber und dann ist die Hälfte vom Lappen da kleben geblieben. Deswegen habe ich mir so einen Glas-Keramik-Schaber geholt. Der hat, glaube ich, nur 2 Euro gekostet. Ich wollte einen bei Amazon bestellen, weil ich den erst nicht gefunden habe. Dann habe ich zu Mama gesagt, zu Mama, kannst du mal gucken, ob du den bei DM findest. Und sie hat ihn online gefunden. Also 2 Euro, Schaber, super Ding. Ihr könnt das übrigens für alles benutzen. Ne? Also überall, wo euch irgendwelche Klebereste oder so sind, könnt ihr super mit drüber schaben. Passt nur auf, nicht, dass ihr euch da irgendwie Kratzer oder so reinhaut. Aber bei mir muss ich halt wirklich ein bisschen fester drüber gehen. Dann habe ich mir nach 300.000 Trilliarden, Millionen, Billiarden, irgendwas Jahren eine Fusselbürste geholt. Leute, ich besitze seit ich 16 bin eine Katze und ich hatte nie eine Fusselbürste. Ja. Und dann habe ich vor 4 Jahren meinen Mann kennengelernt. Und nach 4 Jahren habe ich mir eine Fusselbürste geholt. Sogar mit 2 Nachfüllpacks. Nee, Leute, ich brauchte echt. Also mittlerweile reicht. Ich brauche eine Fusselbürste. Ich habe bald eine Couch. Ich habe bald ein Bett. Ich brauchte eine Fusselbürste, okay? Okay, haben wir kurz drüber geredet. Reicht. Dann haben wir noch was von der Haarpflege. Und zwar habe ich mir... Kennt ihr diese Dinger? Kennt ihr diese Dinger? Das nennt man Kindheit, Leute. Ich glaube, mit 14 hat das damals bei mir angefangen, meine kleine DM-Sucht. Ich habe es geliebt, bei DM einzukaufen. Und als Kind habe ich überall immer diese Masken gesehen. Ich glaube, die kosten 85 Cent, 99 Cent. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf jeden Fall unter 1 Euro. Das sind so Swiss Opal Pferdemark Haarkur... Arganöl-Haarkur. Die Dinger, habe ich in Erinnerung damals, als ich sie benutzt habe, waren heftig. Die waren einfach heftig. Deswegen dachte ich mir, komm, bestelle ich mir mal wieder 4 Stück. Ich habe mir 2-mal Arganöl und 2-mal Pferdemark bestellt. Das klingt so eklig. Warum die beiden? Die hatten einfach die besten Bewertungen. Deswegen dachte ich mir einfach so, go for it, girl. Auf jeden Fall habe ich mir 2-mal Wattestäbchen geholt, weil ich brauche die immer. Ich reinige damit meine Nase, meine Ohren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, seit meiner Nasen-OP reinige ich immer mit Wattestäbchen meine Nase und deswegen verbrauche ich ein bisschen mehr Wattestäbchen als normale Menschen, glaube ich. Ich habe mir einmal eine Spülbürste in Runde bestellt, denn ich hasse das, wenn Abflüsse und so dreckig sind und ich dann mit einem Schwamm mit meiner Hand dran gehen muss und das hängt alles an dem Schwamm, womit ich meine Küche sauber mache. Und deswegen dachte ich mir, bestelle ich mir endlich mal so eine scheiß Spülbürste, womit ich einmal unten reingehen kann, die irgendwo rein, also ne, in eine Schublade reinstecke, wo ein Glas drin steht, wo ich die mal reinstelle, dass das das Einzige ist, was mit diesem Abfluss in Verbindung kommt, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich habe es nicht mit Abflüssen. Ich finde das super eklig. Deswegen habe ich mir das hier bestellt. Dann habe ich mir einmal eine Zahnpasta bestellt und zwar von Odol mit 3, klinisch getestet, Extreme Clean Tiefenreinigung, Schutzschild vor Verfärbung. Ich hatte die, glaube ich, mal, ich fand, also das Ding ist, Zahnpasta bei mir ist mir eigentlich relativ egal, was für eine. Für mich ist halt nur wichtig, dass dieses frische Gefühl im Mund so lange wie möglich bleibt und das habe ich echt bei sehr wenigen Zahnpastas bisher gehabt. Also ich finde zum Beispiel Meridol hält überhaupt nicht lange. Ihr putzt euch eure Zähne nach einer halben Stunde, denkt ihr, ja, juckt. Auf jeden Fall mag ich das, wenn Zahnpasta so lange frisch wie möglich hält. Und ich hatte in Erinnerung, dass die das tut. Ich habe sonst immer eine andere, die habe ich sonst auch in meinem DM-Holz gezeigt. Die habe ich sonst auch immer geliebt. Dann habe ich mir noch von, was ist das? Dr. Best Vibration Multi-Expert in
Mittel, also Medium bestellt. Das ist so eine vibrierende Zahnbürste. Die hat vorne so andere Borsten als meine und ich fand die ganz interessant, weil die sieht so ein bisschen aus wie so eine Zwischenzahnzahnbürste, aber nicht ganz so krass, weil mit diesen Zwischenzahnzahnbürsten haue ich mir gerne mal richtig hart ins Zahnfleisch und dann blutet gefühlt mein ganzer Mund. Deswegen habe ich mir jetzt die mal bestellt, weil ich glaube, die ist ganz gut. Ich putze ja mittlerweile immer vom Zahnfleisch zum Zahn, von oben nach unten und von unten nach oben. Nicht so wie früher immer, einfach, ne? Leute, was erzähle ich hier? Seit 19 Minuten. Manchmal, ne? Dann kommen wir zu eines der letzten Teile. Und zwar habe ich mir meine Gesichtsmassagebürste von Evelyn neu geholt. Ich liebe diese Bürste einfach. Das Problem ist, in letzter Zeit, ich habe sie sehr, sehr selten benutzt, die ich da habe. Und ich mag das nicht, wenn die Bürsten die ganze Zeit unbenutzt in diesem Teil stehen, da die ganze Zeit Staub drauf kommt und was weiß ich nicht, was für Bakterien sich darin bilden. Deswegen immer, wenn ich bestelle, bestelle ich mir eine neue. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den letzten drei Sachen, beziehungsweise zwei davon habe ich bestellt. Eins war irgendwie da drin, Intensiv, Konzentrat, Balea, Beauty Effekt, Lifting Kur, Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure, unser Geschenk für Sie, 25-jähriges, herzlichen Glückwunsch, DM. Das ist anscheinend, glaube ich, so eine Ampulle oder so für die Haut. Werde ich mal ausprobieren, klingt ganz interessant. Ich glaube, wenn die das mit reintun, wird es auf jeden Fall nicht schlecht sein. Denn ich glaube, man tut nur Produkte mit rein, die Leute sich dann auch nachkaufen. Meiner Meinung nach. Okay, dann kommen wir zu den letzten zwei Dingen. Und ich glaube, das sind die spannendsten Dinge aus dem ganzen Haul. WC-Reiniger. Okay, Leute, Spaß beiseite. Ich habe mir noch zweimal WC-Reiniger geholt. Einmal von Frosch Himbeeressig WC-Reiniger und einmal von Denkmet Zitronenfrische. Ich, ja, wenn ich halt das Bad richtig sauber mache, benutze ich den hier, weil der immer ein bisschen teurer ist und ich dann denke, dass er besser reinigt. Und wenn ich zwischendurch die Toilette reinige, benutze ich einfach den günstigen. Ich glaube, der kostet 65 Cent. Ja, so reinige ich mein WC. Ich hoffe, ihr Lieben, dass euch dieser Haul gefallen hat. Ich hoffe es wirklich. Falls ihr mehr und öfter DM-Hauls sehen wollt, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Ich wollte nämlich öfter jetzt demnächst so Standard-Hauls machen, also ja, von so Geschäften, die jetzt nicht wirklich eine Kooperation machen, wie H&M, DM, Zara und so weiter und so fort. Also falls ihr davon mehr sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht mehr zu folgen. Das war's von mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.